Ja, hallo meine lieben Leute. Heute ist Kekstag und zwar in der Schule meiner Tochter. Und meine Frau hat gestern noch wunderschöne Sahne-Baisers gemacht. Und die schmecken absolut köstlich. Außen hart, in der Mitte weich. Perfekt. Absolut perfekt. Ja. Alle Eltern sollten Kekse machen zum Kekstag und die dann mitbringen. Die werden dann in der Schule verkauft. Und das Geld kommt dann natürlich den Kindern zugute. Ich muss noch ein Essen, der ist so lecker. Kann man mit der Zunge zerdrücken, so. Die sind so perfekt. Ja, also wirklich. Ich liebe es. Hat sie wirklich gut gemacht. Danke, meine liebe Frau, an dich. Heute war Keksetag. Und dann habe ich 4 Packungen gekauft. Einmal mit Papa und einmal mit Papa 2 Tüten und einmal in der Schule alleine mit 2 Tüten. Spaß gemacht hat's. Ja. Ja. Darf ich das heute machen? Darfst du machen, wann du machen willst, wann du es machen Heute. willst. Wenn du heute eins machen willst, dann machst du heute. Machen wir heute ein Video. Muss ich nur am Ende zusammenschneiden, ne? Guck mal. Aber ich habe auch ein, ich mal einen Schirm, der in der Luft nach oben geht. Ein Schirm, der in der Luft nach oben geht. So, wo ein Korb ist und dann noch so ein Heißluftballon, meine ich. Ein Heißluftballon. So, guten Morgen. Was macht man im Winter so? Mann, der Tommy, ey. Also, ich bin auf alle Fälle frühst immer unterwegs, weil ich ja meine Tochter in die Schule bringe. Dann, danach, war ich jetzt schon in einem Trödelladen, in meinem Lager. Hab da was hingebracht und was abgeholt. Ja, und jetzt bin ich hier bei der Kita, weil meine Frau mich hier treffen will. Und dann haben wir heute ja unseren freien Tag. Mittwoch. Mittwoch, Winter, frei. Ja. Und da können wir schön essen gehen, frühstücken oder irgendwie sowas. Sowas werden wir jetzt machen. Da ist sie. Hallo. Gibt Einschaltquote. Ja, Normalis, was ist 60 Euro? Haben wir da ein Bild für? Wen hängen wir da drin? Wett mit der Oma. Ganze Kiste 20 Euro. Echt, ne? Zwei Außenlampen, die Deckenlampe. 20 Euro weg damit. Das war auch mal modern in den 90er Jahren. Ich finde die auch alle Teile. Was sagst du denn dazu? Ich will deine Meinung auch wissen. Sag ja oder nee. Ja, du machst das aber immer von mir abhängig. Ja, das, natürlich. Muss ich ja auch machen. Das würde ich nicht hinstellen. Die wird sich nicht hinstellen. Nee, an ihm denn nicht. Okay. Sei nicht sauer. Ja. Beschwer dich bei Marlies. Ich hab's von ihr abhängig gemacht. Marlies, jetzt muss ich 3 Wochen hungern, du. Ach Quatsch, ey. Das Ding kriegst du doch ruckzuck weg. Ich mag so gusseiserne Sachen überhaupt nicht. Du magst Guss gar nicht. Nee. Oh, selten, dass ich das schön finde. Das ist halt so grob gearbeitet. Weil diese es ist ja. kleinen Bilderrahmen, die wir haben, die finde ich schön. Nein, die sind ja auch eine ganz andere Qualität. Ja, Tipp und den mal. fand ich gar nicht so toll. Aber wenn du, ich hätte jetzt nichts gesagt, wenn du den haben würdest. Das ist ein patriotischer Rahmen. Na, wenn, den hätte ich auch nicht gekauft zum Hinstellen. Was hätte ich denn hinstellen sollen? Ja, dann steht er trotzdem erstmal hier wieder rum. Kannst du Hans verkaufen, so was. Ja. Also, es ist was wirklich was für Patrioten. Oder? Machst du irgendein Bild drin und. Aber dann machst du ja kein Privatfoto, wenn in so einem Rahmen. Ja, 20 wird er zahlen. Mensch, da sind ja auch die Schuhspanner bei. Na, logisch nimmt der das. Kiste Trödel. Mit den alten Schuhspannern? Na, warum denn nicht? Für 20 Euro. Geht ja nur ums Weg. Weg.
Weg. Wieder eine Kiste weg. Drei, vier Lampen, ein Pfeifenhalter, ein Schuhspanner, eine Tortenplatte, eine defekte Tortenplatte, ein Handspiegel, Stifthalter und ein kleiner Setzkasten. Alles für 20 Euro. Wer da Nein sagt, ist selber schuld. Kann er das hochbauen, sonst, ja? Ja, hier. Das ist auch ein schöner Platz. Mach mal die Aufkleber ab. Dann ist es fertig für die anderen. Ist es fertig? Seeing Stars Kaleidoscope. Build your own Kit. Kaleidoscope Kit. Na komm. Tommy, ich muss ganz dringend pullern. Wo sind 60 hier? Wie essen? Nee, ich bin satt. Zu pullern. Our stuff is happy to help. Our stuff is happy to help. Our stuff is happy to help. Happy to help is our stuff. Our stuff is happy to help. Our stuff is happy to help. Our stuff is happy to help. Happy to help is our stuff. Aua! Stuff! Sehr schön. Aber Stoff. Ich lebe von Licht und Auerstoff. Ja, ja, ja. Never ending story. Das mit der Tommy. Our stuff is happy to help. Kannst du mal Carsten anrufen? Siehst du, da war noch was. Anrufen und dort laut machen. Push the button on the replay. Push the button. Pontisch. Nee, was war das? Pontisch. Pontisch. Pontisch, Kontisch. Oh, what's up is happy to help. Oh, what's up is happy to help. Oh, Asaf is happy to help. Ja, Carsten, was ist denn Pontisch? Bondage? Nein, nix Bondage. Pontisch. Pontisch? Ja, fast. Pon, wie pon, Pony. Und Tisch, ja? Wie Tisch. Was ist denn das? Pontisch. Pontisch, was ist denn das für eine Sprache? Das soll eine Sprache sein. Siehst du denn? Ist ja ein Ding. Ja, nee, jetzt mal was anderes. Ey, was wolltest du denn? Ey, Marlies meinte, du hattest wohl angerufen bei ihr dauernd. Ja, ich hab. Was war denn da? Irgendwas war da. Ja, ist erledigt, ja. Oder was? Komm ich jetzt aus dem Stegreif, komm ich da nicht mehr drauf. Naja, dann musst du halt wieder anrufen, wenn du das weißt. Das. Pontisch, wenn Carsten das nicht weiß. Guck mal, der BMW da drüben. Da. Ist das eine schreckliche Farbe? Barbie. Ne, ist Barbie BMW. Ist ein i8 oder das ist so. Das würde ich mich. Weil wäre mir ja komisch, damit zu fahren als Mann. So pink. Ey, ich würde mitfahren. Ja, würde ich aussteigen, würde ich dann voll so. Einmal bitte überlackieren. Das wahrscheinlich, ich würde das Ding mit Leder beziehen lassen. Komplett von Louis Vuitton. So. Einmal so, Kleiderwechsel. Ihr wisst, mein Auto ist eine Barbie. Hat mehrere Kleider im Schrank. Von Louis Vuitton machen wir auf MCM. Was gibt es denn da noch, was so viel Logo hat? Christian Dior. Voll so diese Kleider, diese Suits für Autos. Ey, wieder eine Idee. Autoanzüge. Ey, was gibt's nicht?
Hood Housing und so ein Quatsch, nennen wir das denn. Mann, Malis, wir sind die absolute Burner. Oder bin ich das nur? Brainstorming extrem. Okay, aufnehmen. Memo an mich selbst. Hood Housing. Hoodhousing.de. Wir investieren jetzt in, wir machen Anzüge, maßgeschneiderte Anzüge für Autos. Wir kleiden nur Luxusmodelle ein, ist ja klar, aber vorher stehen wir ja nicht auf. Lohnt sich ja nicht, so eine Motorhaube zu beziehen mit Stoff, der eigentlich mehr kostet als das Auto dann am Ende. Da könnt ihr euer Mercedes zu AMG bringen, das ist nichts. Bringt den zu Tommy, der macht Hoodhousing. Könnt ihr mal sehen, wie das aussieht. Und das Beste ist, es ist wie Wechselbettwäsche. Ja, man macht einfach einen Reißverschluss drum, noch drüber, dran und dann macht das Zip. Und dann kommt die neue. Meine Frau ist happy, sie hat ein Steam. Steam. Wie Leder-Steam. Wie Leder-Steam. Für den Fußboden, das ist auch mal notwendig. Oh, das ist ja Wahnsinn, als wenn man es mit dem Spann nicht hätte machen können. Ja, aber es ist viel anstrengender. Ja, ja. Schüsse aus dem schwarzen Wagen und du Furze liegst im Straßenkram. Oh. Ach, sind seine Reims sind das halt. Eigenheim, weißer Hai. Verstehst du? Eigenheim auf weißer Hai. Mhm. Nee, weißer Hai auf Eigenheim. So. So, also das war auf alle Fälle der Fail vom Zwiffer. Heute schmücken. Ja, der Tannenbaum ist da. Wir haben ein bisschen umgeräumt hier auch. Na, dann geh mal schnell erstmal pullern. Hier müssen wir noch aufräumen. Die Katze, die hat sich schon da reingesetzt. Schön. Schlümpfe, ja, die wollte ich noch verkaufen. Nein. Was? Die habe ich doch aus dem Lager geholt. Lupine trifft sich mit dem. Du pullerst gleich in die Hosen. Jetzt geh mal ganz schnell hin. Und der ist der Böse. Grumsi-Schlumpf oder wie der heißt. Grumpi. Grumpi. Ja, eigentlich ist der mit dem. Wie heißt der wahrscheinlich? Nimm mir meine ganze Ware weg. Habe ich gar nicht mehr zum Einstellen. Lopi. Aber wir lassen sie ein bisschen im Auto. Ah, ich habe einen gefunden, einen Schlüsselanhänger. Schlüsselanhänger. Der ist Arzt. Arztschlumpf. Und der hat sich selbst gebrochen. Arztschlumpf. Ich kenne den hier. Der hat die Äpfel fallen gelassen. Ich kenne noch den Schlafsmiley. Also diesen Schlafschlumpf. Das ist der Schlafschlumpf, der gerne schlaft. Der hier. Der haut den mit dem Hammer. Der ist ganz schön. So. Die gehören zusammen. Arzt gehört